So, guten Morgen, Leute. Wir haben es sehr, sehr früh am Morgen. Nicht wirklich, aber... Das machst du aber bei mir. Das werde ich gleich erklären. Ich habe heute bei Lukas übernachtet. Ich glaube, wir kriegen langsam Sabrina dazu, dass wir... Nee? Es ist auch gar nicht mehr morgen eigentlich. Das muss man auch dazu sagen. Eigentlich guten Mittag. Jetzt gibt es auf jeden Fall ein kleines Mittagessen. Weißt du von was? Nee. Ich habe was bestellt. Vielleicht klingelt es gleich zufällig. Postbote war gerade da, zufällig. Und in diesem Sinne, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Leute, als allererstes heißen wir den Sponsor des heutigen Videos herzlich willkommen auch im Video, HelloFresh. Und damit werden wir heute auch was Leckeres kochen. Ich koche das erste Mal für dich, oder? Hab ich schon mal für dich gekocht? Ja, Mexiko, 9 Uhr in der Früh, Spiegeleier, Rest erzählen wir nicht. HelloFresh versucht, jeden von uns da draußen das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Die liefern dir vor deiner Haustür alle Zutaten frisch, gekühlt und in der richtigen Menge. Das heißt, ihr müsst nichts wegwerfen. Einmal bekommt ihr so gesagt so eine Oldschool-Einkaufstüte und dann hier nochmal extra Shrimps an der Seite. Und mit einem Rezept. Green Shrimp Curry mit Zucchini. Ich habe die Nummer 34 gewählt. Das ist so gesagt das 34. Rezept. Ihr habt aber eine sehr große Auswahl an Rezepten auf der Website. Über 30 verschiedene, die sich jeden Monat verändern. Und dann könnt ihr noch in Kategorien so gesagt auswählen zwischen Fleisch, Gemüse, vegetarisch, familienfreundlich oder Balance. Also auch wenn ihr mal zum Beispiel sagt, hey, so wie ich, ein bisschen zu speckig geworden, könnt ihr ein bisschen auf eure Ernährung achten und es ist euch ziemlich einfach gemacht. Hier haben wir jetzt auch die kompletten Zutaten. Die richtige Menge von egal welcher Zutat. 4 Gramm Hühnerbrühe. Hühnerbrühe in der Menge kann man nirgendwo kaufen. Das heißt, ihr habt nichts später in euren Schränken stehen, wie ich jetzt zum Beispiel bei mir hier zu Hause. Ihr kocht, habt schöne 2 Portionen und müsst nur noch hier dieses bisschen in den Müll packen und eure Küche ist wieder clean und eure Schränke sind frei. Erster Schritt, Reis kochen. Zweiter Schritt, Zwiebeln, Zucchini, Erdnüsse, alles grob hacken. Dritter Schritt, Garnelen anbraten. Go! Wir hätten so eine Dings mitschicken sollen, so eine Taucherbrille. 4. Schritt, Gemüse anbraten und den kompletten Pfanneninhalt mit der vorbereiteten Soße ablöschen. 5. Schritt, Garnelen vollenden. Jetzt sind wir auch beim letzten Step, die Garnelen sind drin. Und wenn auch ihr Bock habt, eine Bestellung mal zu machen bei HelloFresh, euch einfach mal was Simples, Einfaches, Leckeres zu bestellen nach Hause, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr direkt auf die Website von HelloFresh und bekommt für die erste Box direkt kostenlosen Versand. Dann scrollt ihr ganz nach unten, gebt meinen Code RANDYGAMBLE ein, drückt auf Anwenden und schon könnt ihr auf eure ersten 4 Boxen in Deutschland bis zu 90 Euro sparen. 6. Schritt, anrichten. Ladies and Gentlemen, so sollte es aussehen und so sieht es aus. Ich muss ehrlich sagen, es ist ein super Ergebnis. Who is that lemon and Troy? Falls ihr auch Bock habt auf eine kleine Kochsession mit Freunden, Freundinnen, wie auch immer oder alleine, könnt ihr mit meinem Code RANDYGAMBLE bis zu 90 Euro in Deutschland sparen und über den Link kriegt ihr sogar die erste Box umsonst. Guten Appetit, lasst es schmecken. Ich muss ehrlich sagen, es steckt schon viel Flavor drin. Das ist nice. Mhm. Vor allem, man muss auch mit einberechnen, dass der Teller auch nur 598 Kalorien hat. Eine Portion. Gott, 2 Stunden später. Frühstück war gut, oder? Ja. Wir können dir mal ganz kurz sagen, was so grob, wir waren heute ein bisschen Probeschauen und sowas, ne? Ja. Wie fandest du's? Ja, geil. Es müssen natürlich noch ein paar Anpassungen gemacht werden, so. Ja. Stilistisch ist man halt, hat jeder seinen eigenen Geschmack auch immer. Ja. Aber man hat, also ich fand's geil, also ich freue mich auf die erste Folge. Ja, ja, ja. Wir können nicht zu viel verraten, ich musste auch wirklich nochmal fragen, ob ich heute ein bisschen mitfilmen kann für euch. Wir nehmen jetzt ein paar kleine Shots, ich kann euch nicht allzu viel zeigen. Ich kriege auf Instagram, besser gesagt, wir beide kriegen immer mal wieder die Frage, hey, was jetzt mit der Serie? Es ist sehr viel Arbeit dahinter, wirklich sehr, sehr viel Arbeit, aber die Serie kommt bald. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Es wird nicht bald. Ja, ja, es ist wirklich nicht mehr so lang. Wir sind auf jeden Fall gerade unterwegs mit den 3 Jungs hier. Wir nehmen jetzt noch ein paar Shots. Ich kann euch auch nicht sagen, für was, aber ja, ihr habt selber gemerkt. Ich kann nichts sagen, aber ich will euch trotzdem was sagen, aber... Der schießt jetzt von, mit dem Objektiv von hier bis dahinter? Ja, yeah, 200 mm. God damn! Seht ihr die da drüben? Ich habe kein 200 mm Objektiv hier drauf, aber könnt ihr die sehen da drüben? Was geht bei dir? Ja, ich war gerade im Termin und gehe jetzt schnell essen. Ja?
und wollte mal fragen, wie es ausschaut die Woche. Entweder morgen Abend oder übermorgen Abend machen wir auch noch eine kleine Männerrunde. Wenn ihr dieses Video seht, will ich nur sagen, hat Randy Geburtstag, ich will keine Geburtstagsgrüße, ich will gar nichts, weil an dem Tag will der Herr und ich Geburtstag feiern. Weil wenn er Geburtstag hat, habe ich Geburtstag. Wenn ich Geburtstag habe, habe ich Geburtstag. Wir haben ein bisschen mitbekommen, wir haben auf jeden Fall jetzt hat hier so ein paar Bilder gemacht, ein paar Shots genommen und sowas. Nicht zu viel verraten, ihr kennt die Story. Es ist kalt, aber ich denke, es sind ein paar gute Bilder rausgekommen, oder? Ja. Ja? Auf jeden Fall. Zufrieden? Sehr zufrieden. Wie, was würdest du sagen? Unsere Modelkarriere, steht da was im Weg? Nein. Super, danke, sehr nett. Keine 10, 15 Minuten später, die Sonne scheint wieder in Wien. Das ist halt auch der Monat April, Ladies and Gentlemen. Sag euch so, wie es ist. Der macht, was er will. Und es ist auch der schönste Monat im Jahr. Warum? Weil Randy hat in diesem Monat Geburtstag. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Schönste Monat nach dem nächsten Monat. Weil da hat dieser Free Geburtstag. Was machen wir zu deinem Geburtstag? We dancing. Jetzt haben wir uns noch einen kleinen Laden rausgesucht, den wir euch auch mal zeigen wollen. Ich glaube, den gab es bei uns zumindest noch nicht auf Kamera. Es ist so, ich würde sagen, einer der Premium-Würstelstände, wo es wirklich, da gibt es ein paar coole Sachen. Den kann ich euch empfehlen für die Leute, die mal nach Wien kommen. Wir waren da ein, zwei Mal schon essen nach dem Gym. Da schauen wir jetzt hin. Gau. Wir hatten gerade den weirdesten Moment auf dieser Bank in unserem ganzen Leben. Das wollte ich auch nochmal festgehalten haben. Kurz habe ich gedacht, Lukas Cristiano Ronaldo. Sorry an alle Zuschauer. Ladies and Gentlemen, ich muss ehrlich sagen, ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Es war ein bisschen anstrengend in der Hinsicht, weil es kalt wurde, regnerisch wurde. Wir waren aber in der Produktion gesessen, haben uns das angeschaut. Bei Lukas wird noch ein Making-of kommen. 12 Sekunden später. How are you? How are you? Wie war dein Tag, Sabrinski? Gut, geht so. Warum? Weil dein Mann nicht da war, gell? Ja, hauptsächlich. Ja. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, bei Sabrina ist alles wurscht. Heute ist kein guter Tag. Alles Wurst auf jeden Fall, verehrte Zuschauer. Ich muss da wirklich sagen, Würstelstände und sowas haben sehr, sehr viele coole Sachen. Aber dass man sowas wie Champagner, Beef Tartar und viele weitere Köstlichkeiten wie Trüffelleberkäse oder sowas bekommt, ist nicht der Normalfall in Wien. Deswegen ist wirklich eine Empfehlung von mir, schaut hier gerne mal vorbei. Es ist wirklich, es macht einfach Spaß. Ob es immer das Beste ist oder sowas, das muss jeder für sich entscheiden. Aber wir, muss ich ehrlich sagen, lieben es hier hin und wieder einfach mal was Leckeres essen zu gehen. Alles wurscht, was ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall bestellen wir jetzt. Oder als Wiener muss man hier einmal gewesen sein. Mindestens. Ich schwöre, ich habe hier noch nie gegessen. Ein bisschen Sonnenbrand, gell? Ja, Alter, weil wir die ganze Zeit in die Sonne saßen. Weil ich einfach nicht, weil mir so kalt war, dass es mir einfach egal war. Ich bin einfach mit dem Gesicht so in die Sonne, mit meiner Jacke so im kalten Ja, auch. Isst du was oder isst du nichts? Isst mit uns. Was hast du gegessen? Ah, Cornflakes. Trüffelleberkäse. Mhm. Das ist ein guter Call, muss ich ehrlich sagen. Hä? Da steht Trüffelleberkäse. Ich dachte, du hast safe irgendeine Bowl gegessen schon wieder, gell? Cornflakes, Mornflakes, naja. Hey, Mornflakes, gibt's Mornflakes? Nee, aber eine gute Idee. Das ist übelst der. Ich will Prozente, Sabrina. Ich will jetzt mal Mornflakes. Hey, ich schwör Mornflakes. Mit den Calamari Fritti, Beef Tartar und einen Käsekreiner und zwei Bier. Ja, einmal ein Beef Tartar. Beef Tartar, ja. Ein Käsekreiner. Mhm. Und einmal Calamari Fritti. Ja. Kann man mit Karte bezahlen? Ah, leider nicht nur bar, aber schau, dass ich gleich da vorne. Wo? Okay, ich geh abheben. Welche Perfekt. Ja, pass auf. Habt einen guten Standort auf jeden Fall für Barzahlen. Ja, ja. Wenn ihr ranzoomt, seht ihr seine Nummer, sein PIN. Der Draft-Bier, eine Zapfanlage im Würstelstand. Ah, das ist nicht aus der Flasche rein. Raus. Oh, okay, dann ist crazy. So der Premium-Würstelstand, so kann man das verstehen, das oder? Doch Champagner und so. Aber es sind zwei. Okay, dann müssen wir wieder rein. Ja. Bitte sehr. Dankeschön. Dankeschön. Oh, 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 oh. Und die Calamari kommen auch gleich, gell? Okay, super. Willst du sitzen, Bro? Guten Appetit. Dort gefunden. Lemon Juice. Ich kenne mich halt gar nicht mit Calamari Fritti aus. Müssen die so bleich aussehen? Wäre geil, wenn die ein bisschen
bisschen mehr Bräune, gell? Ein bisschen die Panade besser da haften würde, aber sind trotzdem lecker. Dürfen ja nur nicht so chewy sein, oder? Mhm, das sind sie, jo. Okay. Super zart, auch voll lecker. Wie gesagt, könnte ein bisschen besser dran haften. Ich muss halt sagen, der Cheesy Kreiner. Der sieht super knusprig aus, Alter. Ich glaub, der ist geistkrank gut. Also kann ich gerade nicht meckern. Die Haut ist perfekt. Hast du schon probiert? Ja. Der ist perfekt. Sei ehrlich. Der ist perfekt, da kann man nicht meckern. Könnte nur. Ja, okay, man kann doch meckern. Müsste heißer sein. Spannend ist trotzdem, weil Lukas sich nicht mehr sicher war, wie gut das Beef Tartar ist, Leute. Es sieht ein bisschen untypisch aus, würde ich sagen. Aber das Toastbrot ist süß. Mhm. Mini Toasty. Boah, das ist auch geil. Ich zitter immer. We zitterin. Da ist Kresse drauf, oder? Ich habe selbst schon besseres gegessen, aber es ist geil. Es hat Säure, es ist Hammer. Ich finde es nicht schlecht. Es ist ein bisschen scharf auch, muss ich sagen. Es ist so fruchtig ein bisschen für mich. Die Kresse ist aber ein bisschen. Und da ist Rucola. Nee, das ist kein Rucola, das ist Petersilie, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich finde, der Geschmack nervt ein bisschen in der Mitte. Oder ich weiß nicht, ob das die Kresse jetzt war. Ja. Ja. Eine Flasche. Eine Flasche. Ich bin ja 4 Leute. Ja, gerne, Bro. Habe ich das da auch schon? Nee. Hast du irgendwas Tomatiges oder so? Ja. Ist fruchtig, gell? Okay, ja. Eine Tomate ist eh fruchtig, finde ich. Was halt auch noch nicht schlecht ist, muss ich sagen. Gezapftes Bier, Ladies and Gentlemen. Cheers. Salü. Zum das Wohle. Das ist wirklich geil, Alter. Aus dem wir können jetzt auch mal das wird das erste Mal sein, dass auf YouTube gesagt wird, dass wir eine Serie haben, ganz kurz. Wir müssen noch mal anschließen auf die eigene Serie, mein Freund. Das hast du dir verdient. Du hast hart dafür geackert. Und wir erwarten euren Support, Leute. Die Serie kommt bald, ist alles, was wir sagen können. Die Serie kommt bald. Streamt die Serie. Wenn sie raus ist. Jetzt. Auch wenn sie nicht raus ist. Streamt sie jetzt. Wieso? Weil ich einfach halt extrem gut gelernt bin. Wie heißt du aber? Ich bin der Wendelin, grüß euch. Randy, freut mich. Randy, freut mich. Hi, Sabrina. Sabrina Wendelin. Lukas. Ja, freut mich. Du machst so Foodblogging, oder wie? Ja. Das ist geil. Es ist nicht nur Foodblogging schon, wir zeigen so ein bisschen auch was von den Ländern und von der Kultur. Okay. Foodblogging klingt ein bisschen simpel. Ja, du. Ja. Aber ja. Ja, cheers, danke schön. Saluti. Wir leben alle in Wien. Ja, nice. Okay, cool. Aber wir beide sind Deutsche. Gute Stadt, ja? Ja, habt ihr ein schönes Zuhause hier. Kann man was sagen, ja. Da kommen wir Deutsche gerne mal zu euch als Gast und bleiben dann auch ein bisschen länger. Kein Problem. Soll's sein. Ja, die Jungs machen das gut. Würdest du sagen, das ist der beste Würstelstand so? Du, ich sag dir ehrlich. Das ist der einzige Würstelstand, den ich kenne, der offenes Bier hat. Und das ist für mich einfach so ein... Das ist ein wichtiger Punkt, ich verstehe dich. Ein echt wichtiger Punkt. Ja, ich verstehe dich. Ja, ich meine, so lange gibt es ja noch nicht. Knappes, also gutes Jahr jetzt, glaube ich. Okay. Oder so. Aber... Stark. Also eins muss ich mal sagen, Wendelin. Passiert selten. Ja. Aber Kuss geht raus, wirklich. Das ist heute hier eine spontane Runde, die entstanden ist. Wendelin, danke. Und ich sage euch auch ehrlich, das ist so ein bisschen Lebensqualität, die ich an jeden Mal rausgehen kann. Lernt Leute kennen, quatscht ein bisschen. Auch wenn ihr Leute wie mich trefft, auf die ihr keinen Bock habt. Egal, seid nett. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Kuss geht raus und bis zum... Nächsten Morgen. Peace. Du hast immer das letzte Wort, komm, eins. Einer noch. Mach aus den Vogel. Ohoho! Yes! Ja! Zu leid, ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Ich hab ja gesagt, lass uns kurz alles Wurst gehen auf einen Käsekrein, um das Video schön abzuschließen. God damn, 3 Champagnerflaschen später.